Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Isa und heute begrüße ich euch zu meinen Neuzugängen, die jetzt hauptsächlich im März und Anfang April bei mir eingezogen sind. Und ich glaube, so schwere Neuzugänge hatte ich schon lange nicht mehr, was auch daran liegt, dass da zwei Bildbände mit dabei sind. Aber legen wir einfach mal los. Das erste auf dem Stapel ist eine Fortsetzung, und zwar Ranma ein Halbband 4 von Rumiko Takahashi. Das ist eine Reihe, die ich ja jetzt verfolge, wo sie neu aufgelegt wurde, also auch in sehr hübschen Ausgaben. Und für mich ist das immer so ein Stück Jugend, ein Stück Teenie-Zeit. Und ja, ich liebe es total. Also falls ihr früher Ranma ein Halb auch gesehen habt und mal wieder Lust auf das Thema habt, dann schaut euch die Manga mal an. Es macht immer wieder einen gigantischen Spaß. Ja, also die Geschichten sind natürlich auch ein bisschen stumpf teilweise, aber ja, ich liebe das einfach und es ist für mich auch der richtige Abstand, in dem die Bände aktuell erscheinen, weil das ist jetzt keine Geschichte, die man wirklich binge-readen muss, weil es ist natürlich teilweise auch ein bisschen repetitiv, aber ja, da eben nur alle paar Monate ein Band erscheint, ist das für mich dann eben genau der richtige Abstand und ich freue mich auch hier wieder auf Band 4. Dann eine Reihe, deren Manga-Erscheinung ich ja schon fast so halb verpasst habe. Und zwar ist das Alice in Borderland und die Netflix-Serie dazu finde ich ganz, ganz toll. Die erste Staffel fand ich stärker als die zweite, aber ja, trotzdem habe ich die zweite immer noch ziemlich gebinge-watched und jetzt habe ich den ersten Band hierzu auch hier und bin äußerst gespannt. Also der Manga, der ist schon vor einiger Zeit erschienen. Ich gucke nochmal rein, also der ist bestimmt irgendwie 10 Jahre alt oder so. Ja, über 10 Jahre. 2011 ist der im japanischen Original erschienen und ja, ich bin sehr gespannt. Also gerade solche Action-Geschichten sind als Manga manchmal nicht so toll wie zum Beispiel als Serie, aber ja, nichtsdestotrotz wollte ich mal reingucken, wie die Vorlage des Ganzen denn so aussieht. Ja, und oh, ich sehe gerade, ich habe noch mehr Manga. Also irgendwie ist jetzt gerade Anfang April ganz viel Tolles erschienen und so habe ich mir hier auch eine Kurzgeschichtensammlung namens Mermaid Prince von Kaori Ozaki zugelegt und hierzu habe ich noch gar nichts gehört, aber ich fand das einfach so zuckersüß. Also die Aufmachung ist echt hübsch und die Zeichnungen sind total hübsch und ja, ich wollte einfach mal reinlesen. Das sieht irgendwie schön aus und solche schönen Stoffe mag ich als Buch ja in der Regel nicht ganz so gern, aber in Manga-Form schmilzt da einfach mein Herz dahin und dann kompletter Kontrast dazu habe ich hier noch Gunnenball, Band 1. Das ist ein etwas düsterer Manga, der bei Hayabusa jetzt auch neu erschienen ist. Und da geht es um einen jungen Polizisten, der ja aufs Land versetzt wird und alles scheint da erstmal total friedlich und schön zu sein. Doch dann kommt es wohl zu ziemlich brutalen Morden. Der Manga steht auch hinten drauf. Empfohlen ab 16, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Die Zeichnungen sind auch eher düster und erwachsen und teilweise auch brutal. Ich habe den zwar noch nicht gelesen, aber habe eben mal reingeblättert. Aber irgendwie hat mich das angesprochen und ich bin sehr gespannt, ob mich das bei Laune halten kann. Aber ja, irgendwie war ich diesen Monat sehr in Manga-Laune. Aber ich habe nicht nur Manga hier neu. Ich habe mir dann noch von Shirley Jackson, ich glaube, das war irgendwie reduziert bei Thalia, Raising Demons geholt. Das ist aber im Grunde ein zweiter Band zu Life Among the Savages. Das sind Bände, die eben auch Shirley Jacksons Privat- und Familienleben ganz genau beleuchten. Und man sieht hier schon, es strotzt nur so vor Klischees. Aber Shirley Jackson war eben auch eine ganz, ganz wichtige Autorin, die einfach vor Jahrzehnten Horrorromane veröffentlicht hat. Und ja, ich möchte in diese Person, in diese Autorin einfach mehr eintauchen. Deshalb zog dieser Band hier ein. Der erste, der fehlt aber noch, der kommt aber auch noch ganz, ganz bald. Ja, und wenn wir schon bei Frauen sind, habe ich hier auch noch mal ein ganz wichtiges Buch als Rezensionsexemplar. Muss ich das gelesen haben von Theresa Reichel, die unser Verständnis von Literatur, Klassikern und Kanon auf den Kopf stellt. Und Theresa Reichel ist BookTokerin, sagt man das so? Ich fühle mich da immer wahnsinnig alt. Also ich habe auch kein TikTok, also ich habe es auf meinem Handy, aber ich nutze es eigentlich nicht.
Einfach, weil mich das irgendwie nicht so ganz anspricht. Ich fühle mich da irgendwie immer ein bisschen abgehängt. Aber irgendwie, ja, ist das eher mein Problem, wenn ich mich dabei alt fühle. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass Theresa Reichel dadurch ganz, ganz viel Reichweite gewonnen hat und eben Literatur und Klassiker gerade für junge Leute verständlich auf Social Media anbietet. Und das macht sie wirklich, wirklich toll. Ich habe auch mal in ihren Content reingeschaut und ich bin schon ein kleines Fangirl geworden, weil sie zum einen ganz großartig erklären kann und zum anderen aber auch das Wissen hat. Also sie hat das Ganze auch studiert und ist gleichzeitig auch noch Poetry Slammerin und diese ganze Mischung führt einfach dazu, dass sie wahnsinnig ansprechende und tolle Videos macht, auch mit vielen Hintergrundinformationen, die einfach dazu führen, dass man ein etwas anderes Bild von Literatur gewinnt. Und vor allen Dingen geht es in diesem Buch auch darum, kritisch zu betrachten, was zum Beispiel auch in der Schule gelesen wird. Denn natürlich sind das fast nur weiße, reiche Cis-Männer, die man da liest. Und sie hinterfragt das ganz stark, erklärt auch ganz, ganz viel und ja, gibt dann zum Schluss auch einen Ausblick, wie ein Klassiker-Kanon, den man in der Schule liest, denn eigentlich aussehen könnte. Dazu folgt auch noch mal eine Rezension. Ich will hier gar nicht zu viel erzählen, aber ich liebe es total und werde euch dann demnächst noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Jetzt lege ich es ganz schnell weg, bevor ich hier noch weiter schwärme, denn hier liegen noch 5 weitere Werke und das nächste ist von Liv Strömquist. Und zwar hat sie jetzt ganz neu dieses Jahr rausgebracht, Liv Strömquists Astrologie. Mit Astrologie kann ich gar nichts anfangen, aber ich bin mir sehr sicher, dass Liv Strömquist das Ganze hier sehr humoristisch und sarkastisch angeht, wie eigentlich alles. Und ich habe auch schon eine Vorschau dazu gesehen und das Ganze war wirklich sehr, sehr humorvoll und ja, ich musste es dann eben doch haben. Also über Astronomie könnt ihr mit mir sehr gerne reden, aber bitte nicht über Astrologie. Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was Liv Strömquist hier für uns hat. Ich habe jetzt im April auch noch einen Band von Liv Strömquist gelesen. Ich fühle es nicht, den ich hier auch schon etwas länger liegen hatte und ja. Ich liebe Liv Strömquist einfach. Es ist großartig. Also auch sie rollt das Ganze auch relativ wissenschaftlich auf und versucht auch mit ihren Werken immer ganz, ganz viel zu vermitteln und hat aber dabei auch einen ganz, ganz, ganz tollen Humor. Und ja, also große Empfehlung. Vielleicht noch nicht für das Werk, weil ich es eben, wie gesagt, noch nicht gelesen habe, aber ich erwarte hier auch Großes. Dann habe ich mir noch ein heißes Heft gegönnt. Huch. Da rutscht es auch schon raus. Und zwar ist das eine Reihe aus dem Maro Verlag und es geht hierbei um das Thema Asexualität, Aromantik. Das fand ich ganz, ganz spannend und auch ansprechend. Ich wollte mal so ein Heft gelesen haben. Die sind preislich ganz schön heftig unterwegs. Also für so ein Heft zahlt man mal eben 16 Euro. Aber ich wollte es jetzt einfach mal wissen und das Thema hat mich interessiert und deshalb zog es ein. Ich hoffe, dass ich euch dazu auch ganz bald was erzählen kann. Und dann kommen die Werke, die das Ganze hier auch so schwer gemacht haben. Also das Thumbnail, das war auch schon so ein halbes Workout. Naja, ganz so schlimm war es nicht. Aber ich habe mal wieder ein Kochbuch von Mira Soda bei mir einziehen lassen. Ich habe ja schon das Buch East oder ich glaube auf Deutsch heißt das asiatisch-vegetarisch oder so. Aber ja, fand ich auf jeden Fall ganz super. Habe ich ganz, ganz viel draus gekocht. Und jetzt habe ich hier noch Fresh India bei mir einziehen lassen, das eben vegetarische und vegane indische Rezepte beinhaltet. Ich habe schon durchgeblättert, also ich glaube, das East finde ich besser, aber nichtsdestotrotz freue ich mich darauf, hoffentlich ganz, ganz viel hieraus zu kochen. Und ja, ich finde die Bücher der Autorin ganz toll. Die Zutatenlisten sind nicht 5 Kilometer lang und sie erklärt alles auch wirklich echt, echt gut und ich habe da schon sehr, sehr leckere Sachen von ihr nachgekocht. Und deshalb gab es jetzt dieses Buch. Also ich hatte irgendwie einen Rabattcode für englischsprachige Bücher und dann kam das eben auch mit. Und was auch ganz wichtig ist, das Ganze ist mit metrischen Einheiten. Das heißt also, ihr müsst da nicht irgendwie mit Cups hantieren, wenn ihr das nicht möchtet, sondern habt da eben auch Gramm und Milliliter und Co. Dann kommen wir noch zu 2 Bildbänden, die ich als Mängelexemplare gekauft habe. Ich finde Bildbände ganz toll, weil ich ab und an ja auch ganz gern male. Und wenn man gerade einfach nur zu Hause ist und für was malen möchte, sind Bildbände echt super, um einfach mal eine schnelle Vorlage zu haben und wirklich auch schnell ans Malen zu kommen, weil ich bin leider auch jemand, ich kann mir stundenlang den Kopf darüber zerbrechen, was ich malen möchte, zum Leidwesen meiner FreundInnen.
Und ja, und deshalb dachte ich mir, ich hole mir mal ein paar Bildbände. Ich habe da ein paar spannende gesehen. Und der erste ist Fernweh von Cam Homan. Das ist ein Buch, in dem er verschiedene Orte auf der Welt bereist. Und ja, hierin gibt es dann natürlich Fotos dazu und auch einige Texte. Ja, fand ich eigentlich ganz cool. Hat, glaube ich, irgendwie ein Zehner als Mängelexemplar gekostet. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gemalt habe ich daraus noch nichts, aber das kommt dann hoffentlich ganz bald. Und dann noch ein Buch von Thomas Windisch, Ilja Trojanow, Thomas Macho. Wer hat hier gelebt? Und das ist ein Buch, das sich mit Lost Places befasst. Das heißt also irgendwelche verlassenen Orte, die teilweise auch durch die Natur wieder zurückerobert wurden. Ich finde, ein ganz plakatives Beispiel ist ja immer Tschernobyl zum Beispiel, beziehungsweise eben auch die Stadt, aus der dann die ganzen Arbeitenden aus Tschernobyl größtenteils gelebt haben. Und das sind ja auch Orte, da lebt jetzt keiner mehr. Das Ganze ist völlig verlassen seit Jahrzehnten, wird teilweise auch von der Natur wieder zurückerobert. Und ja, um genau solche Orte geht es hier halt. Und dabei sind wirklich ganz, ganz besondere Fotos entstanden. Hieraus habe ich sogar schon was gemalt. Und ich finde, das sind immer ganz spannende Kompositionen und ja, das macht einfach Spaß und ist eben auch mal was anderes. Das hier war, glaube ich, ein bisschen teurer. Das hat vielleicht sogar 20 Euro gekostet. Aber mich hat das Thema hier einfach zu sehr gereizt und ich habe mir auch ein paar Bilder daraus angeschaut und musste das dann einfach haben. Also ja, ich glaube, zum Normalpreis würde ich mir solche Bücher nicht holen, einfach weil die sehr, sehr teuer sind. Das hat natürlich auch seinen Hintergrund und ist natürlich auch gerechtfertigt, aber man muss sich ja natürlich immer überlegen, möchte man so viel Geld dafür ausgeben? Aber falls nein und ihr euch eben auch für Bildbände interessiert, schaut da gerne mal bei Langer Blomquist vorbei. Das ist jetzt keine Werbung, die bezahlen mich leider nicht dafür, aber das ist wirklich ein ganz, ganz toller Online-Shop. Die haben auch Läden in Berlin. Aber wenn ihr eben nicht in Berlin seid oder in der Nähe, dann könnt ihr dort auch bestellen. Und da gibt es auch immer ganz, ganz tolle Literatur und einfach mal eine ganz andere Auswahl als bei Avell oder den Restposten und Menge Exemplaren bei größeren Buchhandlungen. Also kann ich sehr empfehlen. Und ihr seht daraus ja auch sehr regelmäßig Werke bei mir. Einfach weil ich da gerne bestelle und immer mal wieder was finde. Ja, und das war es jetzt von meinen Neuzugängen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr eines der Bücher schon gelesen habt oder einen der Manga, dann schreibt es mir doch sehr gerne in die Kommentare und erzählt mir doch auch gerne, was ihr euch zuletzt zugelegt habt. Und damit wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Habt es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!